In dieser Nacht, als ich mit einem Schädel schwer von der Mischung aus edlem Tropfen und süßen Fusel auf Pierres grauenhaften Sofa lag, wurde mir klar, dass meine Familie an einem Punkt angekommen war, an dem es kein Zurück mehr gab. Ich bin Florian, ich bin Schauspieler, ich arbeite hier bei den Festspielen Wangen. Ich bin Schauspieler geworden, weil natürlich ist das ein toller Beruf, erstmal eine Vorstellung. Und dann war ich auf der Waldorfschule, ich gebe es zu, da habe ich viel Theater gespielt. Und bin dann durch diese sogenannten Klassenspiele, man spielt immer Theater, bin ich einfach eigentlich hängen geblieben. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich bewerbe mich an Schauspielschulen und bin dann auf eine Schauspielschule und seitdem mache ich das mit sehr viel Leidenschaft. Ihr habt ein verdammt gutes Geschäft gemacht. Dafür könnte ich 5.000 pro Quadratmeter rausschlagen. Ja, früher hast du immer gesagt, dass das Viertel was für Junkies und Ausländer wäre. Ja, war es ja auch. Aber ihr Salonmarxisten habt halt eine Nase für Gegenden mit Potenzial. Ich wurde gerade gefragt, was man als Schauspieler macht, bevor man auf die Bühne tritt. Ja, man macht natürlich ganz viele Einsprechübungen. So, nein, man macht einfach viel zu wenig meistens. Aber man kann zum Beispiel erstmal sich lockern. Dann wird alles locker, der ganze Körper. Und dann mache ich so hier. Der Brustkorb geweitet wird, der Rücken, der muss ausgeklopft werden. Und dann. Ja, es war bescheuert. Sehr, sehr witzig, aber. Ich spiele im Vornamen die Rolle Vincent. Das ist ein Makler. Ein recht stilbewusster Makler, sage ich mal. Das sieht man ja an diesem doch recht farbigen Kostüm. Und der ist mit Anna zusammen und die erwarten ein Kind. Ich finde es sehr interessant an diesem Vincent, dass der eine unglaubliche Arroganz eigentlich hat. Eine wahnsinnige Überheblichkeit, aber wenn er selber beleidigt wird von wem anders, dann ist er sofort angekratzt. Also das mag er gar nicht, wenn man ihn irgendwie blöd anmacht oder kritisiert oder so. Das findet er, also aber austeilen kann er wunderbar. Was ist meine... Stopp! Stopp! Weißt du, von wem du da sprichst? Meine Mutter Françoise, die dich aufgezogen hat! Ich finde es ganz toll, hier in Wangen auf dieser Freilichtbühne zu spielen, weil es eine ganz besondere Atmosphäre ist, mit der Stadtmauer im Hintergrund, und es ist ein sehr intimer Raum, trotz Freilicht. Das finde ich toll, weil es umgeben ist von Häusern und dieser Mauer, wie gesagt. Und für mich ist es besonders deshalb auch, weil ich noch nie Freilichttheater gemacht habe. Dann wirklich nochmal Kontakt aufnehmen. Das Feedback vom Regisseur ist mir, doch, ich brauche das eigentlich. Es kommt wirklich auf den Regisseur oder die Regisseurin an. Mir ist das schon wichtig, weil das ist eine große Hilfe. Weil man, wenn man auf der Bühne steht, dann, ja, dann merkt man, hat man manchmal kein richtiges Gefühl dafür, was man tut, beziehungsweise auch, wie man im Zusammenhang mit den Kollegen und so ist. Das ist gut, wenn da einer unten ist, ein Korrektiv, der einfach das genau beobachtet und sagt, das und das gefällt mir, das und das stimmt oder das stimmt noch nicht und so. Ich finde das wichtig. Ich bin auch einer, das darf der Regisseur eigentlich nicht hören, der ungerne Text vorher vor der Vorstellung nochmal durchgeht oder so oder nochmal überlegt, was war, sondern lieber sagen, nee, 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 Auftritt, schauen, was passiert. Das finde ich spannend. Und dann hat Françoise meine Hand genommen und gesagt, komm, ich will dich.